So, ich darf kurz um Ihre Aufmerksamkeit bitten. Zur vollen Stunde, wie Sie wissen, gibt es ja immer eine kleine Lesung, etwas Musik, eine Performance. Jetzt um 16 Uhr darf ich Daniel Minetti begrüßen. Daniel ist im Moment seit vielleicht 2 Jahren am Theater in Paderborn engagiert und hat es sich nicht nehmen lassen, heute hier für uns eine Lesung vorzubereiten. Ich habe ihn gebeten, Texte aus dem Semach David von David Ganz zu lesen. Die Texte beginnen mit einer kleinen biografischen Skizze über David Ganz, nachdem er die Straße nebenan benannt ist, wie Sie wissen. Insofern, also gebürtiger Lippstädter, insofern verweise ich sozusagen da auf die Lesung. Ansonsten befinden wir uns gerade am ersten Tag, stimmt das, des Jahres 5781 jüdischer Zeitrechnung. Das sage ich nicht ohne Grund, das sage ich deshalb, weil David Ganz damals als erster wohl versucht hat, eine Weltgeschichte zu schreiben, und aus dieser Weltgeschichte, wo ja eigentlich jedem Jahr sowohl in der jüdischen als auch in der christlichen Zeitrechnung die Zahlen zuordnet, aus dieser Weltgeschichte gibt es für Sie nun ein paar Ausschnitte gelesen von Daniel Minetti. Danke. Ich war gerührt, muss ich sagen, als ich kurz ankam in Lippstadt vorhin vor ein paar Stunden, dass die Texte von einem gebürtigen Lippstädter bekommen, von dem David Ganz die Straße, das Straßenschild da plötzlich zu sehen, von der David Ganz Straße. Da wurde das irgendwie, da gab es dann nochmal einen Schub, muss ich sagen. Also, das hat mich, sehr berührt. Ich lese zu Beginn das Deckblatt. David Ganz, chronikartige Weltgeschichte unter dem Titel Semach David. Verfasst im Jahre 1593. Zum ersten Mal aus dem hebräischen Originaltext ins Deutsche übertragen und mit Anmerkungen versehen von Gutmann Klemperer, Weiland, Taborer Kreisrabbiner, mit Einleitungen und ergänzenden Anmerkungen. Herausgegeben von Dr. M. Grünwald, Bezirksrabbiner und Redakteur des jüdischen Zentralblattes in Jungbunzlau. Erstes Heft, Preis 1 Gulden österreichischer Währung, Prag 1890. Verlag von Dr. Grünwald, Jungbunzlau, Böhmen. Biografische Skizze des David Ganz von Dr. M. Grünwald. David Ganz wurde im Jahre 1541 in Lippstadt, Westfalen, geboren. Da sein Vater Salomo den Ehrentitel Mohen, unser Lehrer, führte, erteilte er unserem David den ersten grundlegenden Unterricht. Der schönen jüdischen Sitte jedoch Folge leistend, nicht einem einzigen Lehrer sein Wissen zu verdanken, ging Ganz von seinem Elternhause nach Frankfurt am Main, wo selbst er die dortige Hochschule besuchte, und von da nach Krakau, wo eine der bedeutendsten rabbinischen Autoritäten, Rabbi Moses Isserles, lehrte. Hier in Krakau wurde er von seinem gefeierten Lehrer auf die Wichtigkeit der Weltgeschichte, Geographie und Astronomie aufmerksam gemacht und wandte sich mit dem ihm eigenen Feuereifer diesen Wissenschaften zu. Und sowohl seine historischen wie auch astronomischen Werke fanden bei seinen Zeitgenossen die verdiente Anerkennung. Nach Prag kam Ganz in den 60er Jahren des 16. Jahrhunderts und verblieb da selbst bis zu seinem Lebensende, dem 22. August 1613. Als Zeitgenosse des damaligen Prager Oberrabbiners Rabbi Löw ben Bezalel und Kaiser Rudolf II., der die Astronomie und die damit in Verbindung stehenden Künste und Wissenschaften eifrig pflegte und schützte, wandte er sich hier der Mathematik und Astronomie zu und muss es darin zu einer großen Fertigkeit gebracht haben, da Männer wie Tycho de Brahe, Kepler, Johannes Müller, genannt Regio Montanus, ihn ihres vertrauten Umgangs würdigten. Über den äußeren Lebensgang des David Ganz ist nur wenig bekannt.
Das Leben derjenigen Männer, die der Wissenschaft und Treue und Hingebung dienen, fließt ruhig dahin. Ihre Studien bieten ihnen hinlängliche Abwechslung und Zerstreuung, der wahre Freude. Denn der Gelehrte braucht vor allem Muße. Er lebt in der Einsamkeit mit seinen Büchern, dem Lärm der Straßen fern. Bene dixit qui bene latuit, gut hat das Leben verbracht, wer der großen Menge verborgen geblieben, gilt auch von David Ganz. Bescheiden und unansehnlich, wie David Ganz äußeres Auftreten war, ist dessen Grabstein auf dem alten israelitischen Prager Friedhof. Er enthält nichts weiter als das Sterbedatum, die Angabe seines und seines Vaters Namen und das Epitheton Chacham, Weiser, das ihm seine astronomischen Kenntnisse wegen zuteil wurde. Aus ganz Weltgeschichte. 5078, 1315. Furchtbare Zeichen am Himmel und neue Sterne wurden anno 5078, 1315 nach christlicher Zeit sichtbar. In welchen Jahren auch große Kriege und viele Schlachten zwischen den vorgedachten zwei Kaisern stattfanden. Auf beiden Seiten fiel eine unzählige Volksmasse. An einem Tage wurden nach Borek 12 Grafen getötet und 140 Ritter gefangen genommen. In Thüringen und anderen Ländern haben die Landleute weder gepflügt noch gesät, da alles vom Feinde zertreten und verzehrt wurde. Zu gleicher Zeit kamen Heuschreckenschwärme ins Land, welche die Feldfrucht, alles Kraut und Gewächs wegfraßen, sodass in ganz Deutschland eine aufreibende Hungersnot entstand. Spangenberg gibt an, das Volk habe damals verfaulte Pferdeleichen, Hunde, Katzen und Mäuse gegessen. Selbst die am Galgen hängenden Räuber seien gestohlen, gekocht und gegessen worden. Bei alledem habe der Hunger eine große Menge hinweggerafft. Ferner herrschte dazu mal allenthalben Gewalttätigkeit. Wegen eines Stückes trockenen Brotes oder einer anderen Geringfügigkeit erschlug einer den anderen. Auf die Hungersnot folgte eine schwere Pest, die in allen Ländern Europas grassierte und mehr als den dritten Teil der Bewohnerschaft hinraffte. Und war die Seuche so bösartig, dass nach eintägiger Krankheit schon der Tod eintrat. 5108, 1348. Eine sehr große Pest grassierte anno 5108, 1348 nach christlicher Zeit in der ganzen Welt, vom Aufgang der Sonne bis zu den Nilkriegen. Eine Pest, wie sie seit Menschengedenken nicht gewesen. Von einem Ende der Welt bis zum anderen blieb nicht der zehnte Teil im Leben. Viele Ortschaften wurden gänzlich von Einwohnern entleert, so ungeheuer wütete allenthalben die Seuche. Weil aber von den Juden damals nur eine geringe Anzahl starb, entbrannte von allen Seiten der Neid wider dieselben, der ihnen die falsche Beschuldigung der Brunnen- und Flüssevergiftung aufbürdete. Infolgedessen in Spanien, Frankreich und Deutschland die Juden zu unzähligen Massen von dem Volke niedergemetzelt wurden. Die Regierung war nicht mächtig genug, der Gewalttat Einhalt zu tun, da es leider vom Himmel so verhängt gewesen. In demselben Jahre, nämlich 5108, verspürte man in Italien und Deutschland große Erderschütterungen. Türme und große Gebäude stürzten zusammen. Auch eine große Volksmenge fand hierbei den Tod. 5200, 1440. Die Buchdruckerei wurde zu Mainz von Johann Gutenberg aus Straßburg erfunden. Im ersten Jahre des frommen Kaisers Friedrich, im Jahre 5200, 1440 war christlicher Zeit. Gepriesen derjenige, der den Menschen durch Verstand, den Erdensohn durch Einsicht ausgezeichnet. Gepriesen der, welcher seine Güte über uns walten ließ, in dieser allen Erdbewohnern so nützlichen, unvergleichlichen Erfindung. Sie ist unter allen sinnreichen Erfindungen seit den Tagen der Schöpfung die vorzüglichste. Diese Kunst ist nicht bloß für Verbreitung der Gottesgelehrtheit und der übrigen sieben Wissenschaften,
sondern auch für die Erweiterung gemeinnütziger, das Erdenleben betreffender Kenntnisse von größter Bedeutung. Die Handwerker aller Art, die Goldschmiede, Baumeister, Holz- und Steinschneider und sonstige Gewerbsleute veröffentlichen und verbreiten tagtäglich durch die Presse neue, vorteilhafte Entdeckungen, die den allgemeinen Fortschritt fördern. 1441. Die Böhmen zogen durch Meißen, Thüringen, Sachsen, fielen in Westfalen ein, kamen vor die Stadt Lippe, belagerten dieselbe lange Zeit, konnten sich aber nicht einigen. Indessen zerstörten sie in der Provinz Lippe viele Ortschaften, raubten, senkten und brannten allenthalben. Auch die Stadt Soest wurde lange Zeit umschlossen. Da aber ungefähr 6000 Böhmen dort den Tod fanden, wendeten sie sich von dieser Stadt ab, nahmen ihren Zug gegen die Provinz Bergen und das Erzbistum Köln, wo sie durch große Summen zum Rückzug bewogen wurden. In dieser Zeit war auch der Bischof von Osnabrück von seinen Untertanen gefangen genommen, wodurch in Westfalen große Unruhen entstanden, die 7 Jahre andauerten. In diesen Jahren fielen Hagelsteine so groß wie Gänseeier, deren Schwere ungefähr 1 Pfund nach dem Gewicht unseres Landes betrug. Diese schlugen Menschen und Vieh, wie auch Feld und Baumfrüchte. 1494. Die Anwesenheit der Franzosen in Italien und Neapel hatte große Sittenverderbnis zur Folge. Jungfrauen und Eheweiber wurden vor den Augen der Väter und Gatten geschändet. Grob entbrannte der Zorn Gottes. Es entstand eine neue, scheußliche und ekelhafte Krankheit, wie sie noch nicht dagewesen. Die der Wollust Frönenden wurden mit Beulen und Ausschlägen behaftet, dagegen die Ärzte kein Heilmittel bieten konnten, weil sie die Krankheit nicht verstanden, die nun Franzosen genannt wird. Noch bis heute trifft bekanntlich diese Krankheit bloß ausschweifende Menschen. 1494. In Genua lebte ein Mann namens Kolumbus, der ein großer Denker und Gelehrter war. Er setzte dem neapolitanischen König Ferdinand seine Ansicht von dem Vorhandensein eines Kontinents auf der Abendseite der Erde auseinander, indem er den Beweis hierfür von den Strömungen der Winde hernahm, welche ihre Richtung stets von Osten nach Westen nehmen. Ferdinand rüstete auf seine Kosten eine Flotte aus, womit Kolumbus nach Westen fuhr und die neue Welt, Nuovo Mondo, entdeckte. 1522. Martinus Luther, ein sehr großer Theologe, suchte die Gemüter der Christen den päpstlichen Satzungen abwendig zu machen, äußerte sich dahin, dass man die heiligen Bilder verbrennen, wegräumen solle, dass weder Maria, die Mutter von Christus, noch die 12 Apostel anzubeten seien, dass sowohl die Bischöfe und Mönche wie auch die Nonnen eheliche Verbindungen einzugehen haben, wollte überdies noch viele andere Reformationen durchführen. Also gleich fand diese Lehre großen Anklang. Die vorzüglichsten Fürsten und Bürger Deutschlands, nämlich die Herzöge von Sachsen, Schlesien, Hessen, Mecklenburg, Brandenburg, Pommern, Baden und Schweiz, sowie die Städte Augsburg, Ulm, Nürnberg, Frankfurt, Basel, Straßburg und noch mehrere andere erklärten sich für dieselbe. Durch den Reichstag zu Worms im Jahre 1522 nach christlicher Zeit, fand dieses Glaubensbekenntnis öffentliche Verbreitung, wodurch aber in den meisten Ländern Europas große und gewaltige Kämpfe hervorgerufen worden sind, die sich von Jahr zu Jahr erneuern, sodass seit dieser Zeit bis auf unsere Tage infolge dieser neuen Lehre zahllose Christen ihren Tod gefunden haben. 1535. Die Bürger der großen und festen Stadt Münster in Westfalen bekannten sich zu einer neuen Glaubenslehre und setzten zum Herrscher über sich einen gewissen Knipperdolling ein. Der Bischof dieser Stadt überzog dieselbe
auf Befehl des Kaisers und von ihm sowohl als von allen deutschen Herzögen unterstützt mit Krieg, sodass diese lange Zeit belagert wurde. Sie wurde endlich erobert, der König war ergriffen, in einen eisernen Kasten gesperrt, wo er den Hungertod starb. Dieses ist anno 5295, 1535 nach christlicher Zeit geschehen. 1556 in Westfalen, meinem Geburtslande, wurden vor der Festung Pyrmont, 2 Meilen vor der Stadt Hameln, Mineralquellen gefunden von angenehmem, etwas bitterlichen Geschmacke, die den Namen Sauerbrunnen führen. Ich, Schreiber dieses, habe von diesen Quellen getrunken. Das Wasser ist von Natur aus gesund, gut, kräftigend für den Körper und heilsam. Zufälligerweise wurden im Jahre 1556 nach christlicher Zeit viele Aussätzige, Krumme und Lahme durch dieses Wasser geheilt. Ferner bewährte es sich auch als heilsam für Zahn-, Augen- und Ohrenschmerz sowie für verschiedene andere Krankheiten. Auf diese Art verbreitete sich der Ruf dieses Gesundbrunnens immer weiter, sodass nicht nur aus den umliegenden Gegenden, sondern auch aus weiter Ferne Blinde, Lahme und mit anderen Krankheiten Behaftete herbeikommen und stets daselbst eine große Anzahl Menschen sich befindet, die nach Tausenden und Myriaden gezählt werden durfte. Nach einigen Monaten hörte die Kraft des Mineralwassers auf. Sie wurden nicht mehr geheilt, sondern kehrten zurück, wie sie gekommen waren. Anmerkung des Verfassers. Ich werde am Schlussworte den Leser aufmerksam machen, wovon ich schon im Vorwort gesprochen habe. Man soll bei jedem außergewöhnlichen Naturereignisse, sei es am Himmel oder auf der Erde, nicht kalt und fühllos bleiben, vielmehr dasselbe als eine göttliche Warnung betrachten. Ein Erdbeben, obwohl es Berge zerreißt und Felsen bricht, ist dennoch, wie einige behaupten, ein ganz natürliches, nur auf wunderbare Weise erzeugtes Ereignis. Dessen ungeachtet sprechen sich die Propheten dahin aus, dass eine Erderschütterung die Wirkung des göttlichen Zornes sei. So heißt es in den Psalmen, sie erbebten, da er streng ward. Oder die Erde schwankt aus ihrer Stelle im Grimme des Gottes Zebaoth. Ebenso, vor seinem Zorne erbebte die Erde. Überdies bewährt es sich durch die Erfahrung, dass einem Erdbeben immer Pest, Krieg und Hungersnot entweder insgesamt oder teilweise folgen, wie es sich auch durch viele Stellen dieses unseres Buches nachweisen lässt. Es ist daher unsere Pflicht, Gott, den Herrn, den Allmächtigen und Allgütigen anzurufen, dass er ablasse von seinem zornigen Grimme, seinen Schutz uns angedeihen lasse, Feindseligkeit, Pest, Kriegsschwert, Hungersnot, überhaupt jedes Übel von uns, den Schafen seiner Herde, abwende. Sei es daher dein Wille, o Vater im Himmel, in den kommenden Jahren, denen wir entgegengehen, Leben und Frieden, Segen und Überfluss, Heil und Glück, Errettung und Befreiung uns zu verleihen, unseren Glanz zu erhöhen, den Sprössling Davids, deines Knechtes, bald wieder aufblühen zu lassen. Mögen dir gefallen die Reden meines Mundes und die Gedanken meines Herzens, dir, mein Hort und mein Erlöser. Vielen Dank, Daniel. Einige Auszüge aus diesem Buch, Sie macht David von David Ganz, Ende des 16. Jahrhunderts verfasst. Wenn Sie möchten und die Möglichkeit haben, gibt es das Buch übrigens zum einen durchaus wohlfeil als Faximili-Ausgabe mittlerweile zu bestellen, und das finden Sie im Netz oder auch ein PDF, das man sich runterladen kann bei einer Bibliothek. Also wenn Sie das eingeben, Tim macht David, und sich dafür interessieren, werden Sie das ganze Buch lesen, zur Kenntnis nehmen können. Das waren nur einige Ausschnitte von dem
berühmten Lippstädter, ursprünglich Lippstädter. Und Sie sind jetzt geladen, wieder mit Barbara Birkert und Josef Mackenberg eine Führung durch die Synagoge zu machen. Die beiden stehen da vorne und übernehmen dann von hier an. Dankeschön.